So, das ist die Strecke, die ich heute fahren will. Wir fahren los in Nong Khai, hier am Mekong. Das ist der Mekong hier. Laos, Vientiane, die Hauptstadt von Laos. Kurzes Stück runter auf der 2, dann geht's ab auf die 211, 297, 201 lese ich hier und dann hier so quer rüber. Hier dürfte es ein bisschen gebirgiger werden wieder. Und dann geht es rüber auf die 21 und dann die 21 runter nach Phetchabun. Das Hotel ist das Garden Place, das ich gebucht habe. Ich muss sagen, diese Strecke hier bin ich noch nicht gefahren und da bin ich heute mal gespannt, wie die so ist. Ja, dann legen wir doch mal los. We'll be right back.
haben eben hier zu Mittag gegessen in einer Nudelküche und wir sind hier in einer ganz einsamen Gegend wieder, aber auch schöner Gegend. Hier ist es wieder etwas gebirgig und irgendwo ein ganzes Stück südwestlich von Neu sind wir auf der 2016 und haben jetzt noch 123 Kilometer bis Pitcherhorn, unserem Ziel heute. Die Fahrt war anfangs ja nicht so von der Gegend, nicht so berauschend, aber dafür waren schnelle Etappen auf Highways dabei und jetzt auf diesen ländlichen Straßen, muss ich sagen, braucht man viel Aufmerksamkeit. Die sind zwar generell gut, aber sehr mit Vorsicht zu genießen, weil sie sehr wellig sind und dann kommen wir auch doch mal wieder geflickte Stellen und die Straßenarbeit hier ist nicht ganz gut. Es weht hier, könnt ihr vielleicht sehen, ein Böig. Kalter Wind. Es ist nicht besonders warm heute, aber zum Fahren. Ja. Und so, wenn wir uns jetzt weitermachen auf dem Weg, wird circa vielleicht knapp 2 Stunden am Ziel sein. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Aber ich hoffe, dass ich ein paar schöne Eindrücke wieder vermitteln kann. Und jetzt in dieser Gegend will ich noch ein bisschen unterm Fahren, während des Fahrens, die Kamera laufen lassen.
So, wir sind hier und checken ein. Huch, reicht. Ich hab. Ja, liebe Zuschauer, das war eben heute die Fahrt von Loy nach Betschabun. Waren auch wieder 355 Kilometer. Und das lässt sich schon immer fahren, sowas. Es waren aber auch schnelle Passagen dabei heute. Aber die so kleineren Verbindungsstraßen, die waren heute schwierig. Muss man aufpassen, weil sie zum Teil holprig und auch wellig waren, was man so gar nicht sieht. Konnte also nicht schneller fahren, oft als 80, 90 höchstens. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe erwähnt eingangs, dass ich die Strecke südlich von Loy quasi quer rüber, da von der 2 auf die 21, die bin ich tatsächlich heute zum ersten Mal gefahren. Und der erste Teil im Flachen war es, nichts Besonderes, sagen wir mal so. Aber als es dann in die Berge ging, war es wieder sehr, sehr ansprechend. Sehr tolle Landschaften und sind wir auch wieder so Kammstraßen entlang gefahren. Also, ihr habt es ja gesehen. Was heute auffällig war, und nicht nur heute, aber heute besonders, waren die vielen Laster, große Lastwagen mit Zuckerrohr beladen. Also anscheinend ist die Zuckerrohrernte noch immer in vollem Gange. Da waren heute sehr, sehr viele unterwegs. Und was heute auch auffällig war, war wieder mal, was die Thais wieder alles gekonnt haben auf den Straßen. Also, da waren wieder Situationen dabei. Will ich jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Danke fürs Zusehen. Ich verabschiede mich für heute dann von euch. Ich hoffe, auch wenn das heutige Video nicht so interessant war, aber doch hoffe ich doch, dass es wieder ein paar Eindrücke vermittelt hat aus Thailand. Und freue mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ansonsten, der Plan jetzt ist noch 2 Etappen nach Hause. Müssten das noch 600, 650 Kilometer nach Hause sein. Und morgen und übermorgen will ich dann zu Hause sein. Ja, bleibt gesund und gut gelaunt.